Ein Wald, per ökologischer Definition eine Lebensgemeinschaft, die eine wichtige Einheit formt. Dieser Wald ist 137.000 Quadratmeter groß und ist seit über 100 Jahren im Besitz der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. In unserem Wald steckt schon mal gewisse Emotionen, ein gewisses Herzblut. Es ist jetzt kein wirtschaftlicher großer Faktor für die Bank, aber es ist ein Thema der Identifikation mit der Region, der Vernetzung und unser Wald ist uns sehr wichtig. Waldbesitzer übernehmen Verantwortung. Aufgrund der genossenschaftlichen Struktur der Volksbank Raiffeisenbank handelt man im Sinne aller Mitglieder, um hier bleibende Werte zu schaffen. Dieser Wald in der Nähe von Dollenstein steht auch für das Thema Nachhaltigkeit und dessen wichtige Funktion innerhalb der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. Also Nachhaltigkeit ist ja insgesamt ein Thema für die Bank. Das betrifft sowohl das Soziale wie auch das Thema Umwelt. Und bezogen auf unseren Wald bedeutet es, dass wir den Wald aktiv bewirtschaften und ihn auf die neuen Baumarten umstellen, die mit der Klimaveränderung besser zurechtkommen. Bislang hat man weit über 2000 Bäume gepflanzt. 25 verschiedene Baumarten kann man hier finden. Dank der professionellen Bewirtschaftung bringt dieser Wald auch einen erheblichen ökologischen Ausgleich. Über 180 Tonnen Kohlendioxid bindet dieser Wald. Doch die gelebte Nachhaltigkeit hört bei der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte nicht im Wald auf. Wir haben verschiedene Aktivitäten in Richtung Nachhaltigkeit. Einmal natürlich das Thema erneuerbare Energien. Also wir haben selber Photovoltaikanlagen und erzeugen für die neuen Gebäudlichkeiten überhaupt unseren Strom selber. Aber wir denken jetzt über ganz neue Projekte ab, zum Beispiel ganz aktuell Bienen in die Großstädte zu bringen. So sollte Nachhaltigkeit im Idealfall aussehen. Eine Verknüpfung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten, gelebt von der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte.